Wie was? Ach du Scheiße. Nicht schon wieder so einer. Ich habe keinerlei Interesse an einem Kampf. Nun, wo ist er? Ich kann ihn nicht erspähen. Oh. Da steht ja Bier rum. Wie für mich gemacht. Ich brauche kein Mehl. Ich kann ohnehin nicht gut kochen. Ich glaube, man könnte mich hier sehen. Das nehme ich mir trotzdem mit. Wow! Schnappt sie euch! Tötet sie! Wachen, helft! Die Wachen helfen nicht. Mehr habt ihr nicht drauf! Fuß! Warum greifen mich diese Leute an? Und woher kommt dieses Gedudel hier? Da oben blinkt auch alles. Jetzt nicht mehr. Ich möchte kein Zweihandschwert haben. Scheinbar jedoch war es in Ordnung, ihn hier niederzustrecken. Zumindest bekomme ich keinen Ärger. Was gibt's denn? Bis zum nächsten Mal. Und nun? Dort ist der Nächste, der mich angreifen will. Auf die Entfernung rennt er auf mich los, mitten in der Stadt. Und wird von den Wachen nicht aufgehalten. Warum tun die sich nicht? Okay, wieder auf Nahkampf wechseln. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Er will mich unter die Erde bringen. Ich verstehe nicht, wieso. Jemand muss ihm helfen, ich mache mich aus dem Staub. Das hat der Junge gesagt. Niemand hilft mir. Anscheinend haben die Wachen hier Angst vor diesen Raufbolden. Was ich sehr bedauere, ehrlich gesagt. Kämpfe ich hier ganz für mich alleine. Ich muss hier wegkommen. Bitte bekommt von Jorik keinen falschen Eindruck. Er ist nicht von Sinnen, wirklich nicht. Ihr seid anders, nicht wahr? Ja, ich bin anders. Darum möchte ich auch nicht hierbleiben. Ich will fort von hier. Weil ich weiß nicht wie. Wo steht meine Kutsche? Was heißt meine Kutsche? Eine Kutsche. Ich brauche irgendeine Kutsche. Manchmal verlaufe ich mich. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Aber ich bin nicht hier. Was tut ihr da? Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Ich will das Gesetz nicht missachten, zumindest nicht offiziell. Was ist mit dem abgebrannten Haus? Ich frag's jetzt einfach mal. Inzwischen interessiert es mich doch. Es kommt mir sehr merkwürdig vor, alles. Es bringt Unglück, über diesen Ort zu reden. Der Jarl sucht jemanden, der nicht so abergläubisch ist. Ja, ist okay. Meiner Meinung nach sucht er jemanden, der komplett verrückt ist. Das hat mir die andere Wache auch schon gesagt. Ärger oder so? Nein, warum werde ich hier schon wieder so feindlich behandelt? Das stört mich zutiefst. Nun denn. Das ist immer noch der Leichnam der Spinne, ja. Es muss doch hier, muss doch die Kutsche gestanden haben. Ich bin doch von hier aus dorthin. Ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht, wie ich von hier fortkomme. Es gibt auch keine Straßenschilder, dass ich laufen könnte. Und dieser Ort behagt mir ganz und gar nicht.
Nun denn. Ich sollte etwas essen. Und zwar, was habe ich denn noch dabei? Oh, ich habe noch Brot. Das ist doch schön. Mit einer Eidaher Käseecke. Ich nehme gleich zwei. Dazu einen leckeren Schluck Met. Fühlt man sich doch schlagartig besser. Die Wache beugt sich schon wieder hinunter zu dem Toten. Dort hinten auch. Ich frage mich, was sie wollen. Habt ihr meine Mutter gesehen? Ich warte immer noch darauf, dass sie nach Hause kommt. Guten Tag. Ich wollte nur Ihren Tisch benutzen. Kaniswurzel. Nun, ich hoffe, sie beobachtet mich nicht zu sehr. Ich bin mir nicht mehr sicher, was alles von ihr kommt. Ich benutze mal den Lavendel und die Weißkappe. Und den Vampirstaub. Da hat doch was gebracht. Das hat doch was gebracht. Weißkappe kann sowohl Magicka senken als auch wiederherstellen. Na dann probieren wir es mal so. Aha. Aber nicht das, was ich möchte. Ich versuche möglichst lebensfreudige Sachen zu finden. All eure Magie stört mich nicht. Ich möchte Heiltränke. Oh. Schadens. Ob ich die auch werfen kann oder ähnliches? Ein Riesenzeh. Ich glaube nicht, dass aus dem irgendetwas Positives entspringt. Ja, ich möchte Alchemie erstmal beenden. Chemie wäre nur sinnig. Weil ich das so viel gemacht habe. Andererseits wollte ich auch die anderen Sachen erstmal noch weiter. Kann ich hier noch einen Punkt reinpacken? Nein, muss ich besser werden. Habe ich schon. Da oben brauche ich mehr für. Schleichen. Brauche ich auch beides besser. Ja, dann wollen wir mal. Dann scheint Alchemie als das nächste sinnvolle, ne? Jawohl. Kann denn jetzt jemand mal diese Leichname hier wegschaffen? Ich frage mich, was ein Drachenblut anfängt, wenn die Graubärte es erst einmal zu sich gerufen haben. Bist du um meine Fertigkeit wie jede andere? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Zumindest nicht offiziell. Drachenblut, jetzt fangen die hier auch schon damit an. Ich muss irgendwo hin, womit ich damit in Ruhe gelassen werde. Keine Ahnung, wo ich herkam. Ich hätte nicht schlafen sollen. Bei der Kutschfahrt. Nun stehe ich hier und weiß nicht, wohin. Ich bin beide Straßen schon ein Stück weit gelaufen, also beide Richtungen der Straße. Das Haus dort interessiert mich jetzt aber zu sehr.
schleiche ich hier mal in aller Vorsicht zum nächsten Fenster. Ich habe von dem Berg aus gesehen, dass es man von oben komplett in dieses Gebäude einsehen kann. Nicht nur einsehen, man kann auch von oben hinein. Es scheint leer zu sein. Aber ich habe vorhin doch ein Skelett hier umherwandeln sehen. Sehe ich da etwas? Nein, das sieht nach einem Leichnam aus. Nun, bis jetzt scheint mich niemand bemerkt zu haben. Ich sollte vielleicht schon mal den Dolch in die Hand nehmen. Nur falls sich die Gelegenheit bietet. Oh. Es scheint eine Art Grabkammer zu sein. Ich darf mich dabei zwar nicht erwischen lassen, aber Grabkammern bedeuten Geld. Schwarzen Künstler auf dem Prüfstand. Aha, das nehme ich doch mal mit. Oh, sogar ein Ring. Nun, das waren schienen nicht die reichsten gewesen zu sein. Aber... es läppert sich. Außerdem ist es sehr leicht verdientes Geld. Beschwörer. Der Mann hatte kein Geld dabei. Kann ich hier heraus? Nein. Ich muss wohl wieder übers Dach gehen. Mich wundert nur, dass ich vorhin doch eindeutig hier etwas hab umherwandeln sehen. Nun, dann wäre das Geheimnis schon gelüftet. Auf geht's zum nächsten. Wer die hier erlegt? Noch ein Fuchs. Oh, ihr seid so niedlich. Und da. Bergblumen. Blaue Bergblume in dem Fall. Noch mehr. Nun, ob dieser Mann uns wohl feindlich gesinnt ist? Guten Tag. Seid gegrüßt, Bruder. Ihr seht müde aus. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft, wenn ihr interessiert seid. Wovon redet ihr? Das beste Skooma, der süßeste Mondzucker. Natürlich zu einem guten Preis. Das scheint mir verboten zu sein. Ah. Spitzel, was? Ich kann euch jetzt ja wohl kaum zu einer Wache laufen lassen, nicht wahr? Ihr hättet nie herkommen sollen. Nun greift er mich nur an. Einfach so. Naja, wenn das nicht anders will. Los, gib auf. Du kannst doch nicht mit Fäusten gegen mich kämpfen. Ich halte die einfach ein bisschen auf Abstand.